Also der heutige Vortrag ist interaktiv, also teilweise. Ich habe dann zwei Preisfragen dabei und es gibt wertvolle Preise zu gewinnen. Und ich hoffe, dass nicht nur die drei anwesenden Seriengewinner da zuschlagen werden, sondern auch mal jemand anders sich traut. Die Idee zum heutigen Vortrag kam mir aus drei Gründen. Die erste Inspiration war eine Frage, die in einem Vortrag von Ajahn Chattamlo im letzten Jahr stattgefunden hat, wo er gefragt hat, wo ist innen? Und ich dachte, es ist eine gute Idee, mal solchen Kalenderspruchweisheiten, die jeder im Mund führt, ohne darüber nachzudenken, was es überhaupt bedeutet, nachzugehen. Und das soll heute auch geschehen. Also es hat mich damals sehr inspiriert, solche Sachen nicht einfach selbstverständlich hinzunehmen, sondern denen mal auf die Finger zu klopfen und auf Herz und Nieren zu prüfen, was es denn überhaupt bedeuten soll. Das Zweite ist, dass ich mich gegenwärtig mit Lhunpo Lhas, einer der Meister der Waldtradition, mit seiner Autobiografie beschäftige. Das heißt, ich übersetze sie, aber das Buch wird wahrscheinlich, wenn es erscheinen sollte, nicht vor 2021 verfügbar sein. Darum habe ich ein paar Kostproben dabei. Und der dritte Grund ist, ja, dass wir eben in unserer Praxis es für allgemein wichtig erachten, im Hier und Jetzt zu sein, in der Gegenwart zu praktizieren, im Augenblick zu sein. Gibt da sogar von Lhunpo Somedo ein Buch mit dem Titel Know is the Knowing. Und die deutsche Übersetzung lautet Erkenntnis geschieht jetzt. Und darum ist meine heutige Frage, wann ist jetzt? Die Übersetzung kommt etwas später. Heute Morgen bei der Morgenpuja haben wir gechantet, Vergangenem laufe man nicht nach, nicht künftigem Entgegenschau. Das, was vergangen ist, vorbei und künftiges noch nicht erreicht. Wer jedoch Gegenwärtiges genau da klarsichtig durchschaut, nicht eingenommen, unbewegt, an dem Durchschauten wachse man. Das ist eine eindrucksvolle Botschaft, die den Redakteuren, den 500 Arahants vom ersten Konzil offenbar so wichtig war, dass sie vier Suttas hintereinander gebracht haben, die fast den gleichen Inhalt haben. Da ist so ein bisschen Rahmenhandlung, die sich unterscheidet. Und wenn man das nicht abkürzt, kommen diese Verse, Vade Karata, ein Glückstag, ich glaube, so um die 20 Mal vor. Man kann also davon ausgehen, dass das schon eine wichtige Angelegenheit ist, Vergangenem nicht nachzulaufen, Zukünftigem nicht entgegenzuschauen. Lhunpo Van, über den ich letztes Jahr einen Vortrag gegeben habe, der sagte bei einem Vortrag im Jahr 1980, Vergangenheit ist dämlich, Zukunft ist dämlich, Gegenwart ist Dhamma. Schafft euch zunächst einmal eine Grundlage in diesem Sinne. Wenn ihr in Verblendung versunken seid, dann nehmt das zur Kontemplation auf. Vergangenheit und Zukunft sind dämlich. Gegenwart ist Dhamma. Wenn ihr in Verblendung steckt, müsst ihr euch auf deren Ursprungsort besinnen, nämlich die Essenz der Gestaltungen. Sie neigen dazu, in vergangene Dämlichkeiten und künftige Dämlichkeiten überzugehen. Die Gegenwart ist Dhamma. Vergangenheit ist dämlich, Zukunft ist dämlich, Gegenwart ist Dhamma. Mal greift man dieses auf, mal greift man jenes auf. Es findet kein Ende. Wir greifen eben diesen alten Plunder auf. Wir erkennen alten Plunder nicht. Wenn wir alten Plunder erkennen würden, wäre es egal. Solange wir alten Plunder noch nicht erkennen, wächst er uns über den Kopf. Alles klar, Gegenwart ist, wo die Praxis stattfindet. Aber jetzt von Lhunpo Lha ein Auszug. Menschen, die die Leidensmasse in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht klar für sich selbst sehen, müssen die drei Zeiten für sich selbst deutlich auf die gleiche Ebene bringen. Dann können sie möglicherweise das Ergötzen an Samsara verringern. Solange das Ergötzen an Samsara nicht verringert wird, wird auch das Begehren, das Verlangen nicht verringert. Das Leiden im Herzen wird ebenfalls nicht verringert. Über Vergangenheit und Zukunft auf dem Gebiet der Buddha-Lehre kann man nicht sagen, sie haben für sich genommen keinen besonderen Wert. Klingt jetzt so, als würde der genau das Gegenteil von Lhunpo Van sagen. Lhunpo Van sagt, Vergangenheit und Zukunft sind dämlich. Lhunpo Lha sagt, sie haben einen besonderen Wert. Man kann nicht sagen, dass sie keinen Wert haben. Wir müssen sie auf die gleiche Ebene bringen.
stellt sich die Frage, ja, widersprechen die sich jetzt oder reden die von unterschiedlichen Dingen? Man kann davon ausgehen, dass Lungpu Wan und Lungpu La schon in ihrer Praxis unterschiedliche Herangehensweisen hatten. Denn für Lungpu La hat seine Autobiografie geschrieben, der hat sich erinnert an seine Vergangenheit und hat das ziemlich detailliert alles aufgeschrieben, wie er praktiziert hat. Von Lungpu Wan wissen wir so gut wie nichts. Ein Mann ohne Vergangenheit wurde er genannt. Das war auch das Problem, etwas Biografisches über ihn auszugraben. Das Geleitwort von Lungpu Las Biografie, die übrigens nicht nur mit Geschichten aus seinem Leben voll ist, sondern Kruba Ajahn Dhamma vom Feinsten. Es ist wirklich eine große Inspiration für mich, an diesem Buch arbeiten zu dürfen. Die Geschichte seines Lebens. Leiden, das vorüberzog, mit Parami-Basteln gestreckt. Rückblickwissen, Wissen um Vergangenes, Expertentum dieser Geburt. Achtsamkeit weiß um getanes Werk, gesprochenes Wort lange her. Könnte auch heißen, die Launen damals, heute mit Weisheit erfasst. Könnte auch heißen, das Heute blickt nach hinten, es schaut sich mal um. Könnte auch heißen, ein guter Weg zu immer mehr Ernüchterung von der Welt. Also es scheint möglich zu sein, sich zu erinnern, in einem Sinne, das nicht Nachlaufen dem Vergangenen bedeutet, in einem Sinne, das Dhamma-Praxis bedeutet. Es wird ja so oft vom Anfängergeist gesprochen. Auf unserem spirituellen Supermarkt gab es ein Buch, das war eines der ersten buddhistischen Bücher, die ich gelesen habe, aus dem Zen, über den Anfängergeist. Aber so wie ich das verstehe, bedeutet es nicht, dass wir nichts dazulernen. Denn alles, was wir gelernt haben, ist ja bereits etwas Vergangenes. Das heißt, wir sind nicht in unserer Praxis in jedem gegenwärtigen Zeitpunkt wie ein unbeschriebenes Blatt. Wir erinnern uns, wir lernen von dem Vergangenen. Und es bedeutet auch nicht, dass wir keine Bereitschaft haben, nicht künftig etwas hinzuzulernen. Diese Bereitschaft deutet in die Zukunft. Wir haben in der Buddha-Lehre, in der Praxis, Begriffe wie Anusati, das Rückbesinnen auf die Qualitäten des Buddha. Wir haben Paccavekana, Reflexion unserer eigenen Taten. Die Mönche reflektieren am Abend oder sollten es, ob sie ihre Requisiten richtig eingesetzt haben. Und in Bezug auf die Zukunft ist jegliches Planen ein Entgegenschauen, das man nicht machen soll? Oder gibt es auch ein Zuwenden an die Zukunft, das im Sinne der Dhamma-Praxis sein kann? Ist Planen Aufschieben im Augenblick sein? Oder wäre es besser, jetzt zu wissen, wann es an der Zeit ist, zu planen? Dann könnte man zum Beispiel billigere Flugtickets bekommen. Oder ist die Gegenwart automatisch immer der richtige Weg? Das sind die Fragen, auf die wir eine Antwort finden, zum Beispiel in der Lehrrede über alle Triebe, Sabhasava Sutta, zweite Lehrrede in der mittleren Sammlung. Auf solche Weise erwägt er unweise. Gab es mich in der Vergangenheit? Gab es mich nicht in der Vergangenheit? Was war ich in der Vergangenheit? Wie war ich in der Vergangenheit? Wird es mich in der Zukunft geben? Wird es mich in der Zukunft nicht geben? Was werde ich in der Zukunft sein? Wie werde ich in der Zukunft sein? Oder ansonsten ist über die Gegenwart verwirrt. Bin ich? Bin ich nicht? Was bin ich? Wie bin ich? Wo kam dieses Wesen her? Wo wird es hingehen? Das wird als unweises Erwägen, Ahyoniso Manasikara, genannt. Und es bezieht sich auf alle drei Zeiten. Das heißt, wenn wir in der Gegenwart sind, heißt es noch lange nicht, dass wir automatisch richtig praktizieren. Ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Die Lösung zu dieser Frage steckt in den Lehrreden, die um diese Glückstagsverse herum festgehalten sind, bereits drin. Der Buddha selbst erklärt die Verse. Auf welche Weise läuft man Vergangenem nach? Während man denkt, ich hatte solche Form, solches Gefühl, solche Wahrnehmung, solche Gestaltungen, solches Bewusstsein in der Vergangenheit, ergötzt man sich dran. Auf solche Weise läuft man Vergangenem nach. Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen, Bewusstsein, das sind die fünf Khandas. Das ist ein Ausdruck für unser gesamtes Erleben. Die fünf Khandas insgesamt sind alles, was unser Erleben ausmacht. Man könnte auch sagen, Bewusstsein und Name und Form ist eine andere Möglichkeit,
zu sagen alles oder die sechs Sinnesgrundlagen, innere und äußere Sinnesgrundlagen zusammen, ist auch eine Möglichkeit zu sagen alles. Es gibt einen Mönch, der ehrwürdige Mahakachana, der Äußerungen des Buddha besonders gut erklären konnte und der hat es oft im Sinne der sechs Sinnesgrundlagen erklärt. Das ist eine von diesen vier Glückstagslehrreden, wo der ehrwürdige Mahakachana es so erklärt. Man ergötzt sich daran. Und das, was man denkt in der Vergangenheit. Auf welche Weise läuft man Vergangenem nicht nach, während man denkt, ich hatte solche Form, solches Gefühl, solche Wahrnehmung, solche Gestaltungen, solches Bewusstsein in der Vergangenheit, ergötzt man sich nicht daran. Auf solche Weise läuft man Vergangenem nicht nach. Auf welche Weise schaut man Künftigem entgegen, während man denkt, vielleicht habe ich solche Form in der Zukunft, solches Gefühl, solche Wahrnehmung, solche Gestaltungen, solches Bewusstsein, ergötzt man sich daran. Auf solche Weise schaut man Künftigem entgegen. Auf welche Weise schaut man Künftigem nicht entgegen, während man denkt, vielleicht habe ich solche Form in der Zukunft, solches Gefühl, solche Wahrnehmung, solche Gestaltungen, solches Bewusstsein, ergötzt man sich nicht daran. Auf solche Weise schaut man Künftigem nicht entgegen. Auf welche Weise ist man in Bezug auf gegenwärtig entstandene Dinge eingenommen? Ein nicht unterrichteter Weltling, der die Edlen nicht beachtet, in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, der aufrechte Menschen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, betrachtet da Form als Selbst oder Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung in Bewusstsein oder Selbst als Form und so weiter besitzend oder Form als im Selbst enthalten oder Selbst als in Form enthalten. Das heißt, in meinem Erleben steckt irgendwo das Selbst drin, das Ich, der unbewegte Eigentümer des Erlebten, der steckt irgendwo in meinem Erleben drin oder er besitzt es oder das Erleben ist in dem Selbst enthalten, das sind diese verschiedenen Möglichkeiten. Auf solche Weise ist man in Bezug auf gegenwärtig entstandene Dinge eingenommen. Auf welche Weise ist man in Bezug auf gegenwärtig entstandene Dinge nicht eingenommen? Ein wohlunterrichteter, edler Schüler betrachtet Form, Wahrnehmung, Gefühl, Gestaltungen, Bewusstsein nicht als Selbst. Auf solche Weise ist man in Bezug auf gegenwärtig entstandene Dinge nicht eingenommen. Also, nicht das Erinnern, das Planen ist das Problem, sondern das Ergötzen. Tja, aber was ist das Ergötzen? Wenn wir an die Vergangenheit und an die Zukunft denken oder über die Gegenwart nachdenken und nicht unterrichtete Weltlinge sind, haben wir im Prinzip gar keine Ahnung von dem, was Ergötzen oder Nicht-Ergötzen ist, weil das Ergötzen ist das, was wir die ganze Zeit tun. Ergötzen könnte man bezeichnen als die aktive Seite von Begehren. Begehren ist der Wunsch, die Lücke von dem gefühlten ewigen Selbst, das wir zu sein scheinen, und der Tatsache, dass wir nichts vorzuweisen haben, was wir denn nun ewig und auf Dauer und für alle Zeiten klar sind. Diese Lücke, diesen Widerspruch zu füllen, ist das, was Begehren gerne machen möchte. Und Ergötzen ist, ja, eben diesen Mangel unter den Tisch zu wischen, indem wir über die Zukunft und die Vergangenheit und die Gegenwart uns schöne Gedanken machen oder auch keine schönen Gedanken. Und das Problem, dass wir nicht so sind, wie wir zu sein scheinen, zu sein glauben, außer Acht lassen. Das ist sozusagen die Funktion von Begehren. Man könnte es auch als Anhaften oder Ergreifen bezeichnen, in dem Fall eben Ergötzen. Ergötzen ist auch das Wort, was Lungpu La verwendet hat. Wenn wir die Leidensmasse in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht klar sehen, müssen wir die drei Zeiten für uns selbst deutlich auf die gleiche Ebene bringen. Dann können wir das Ergötzen an Samsara verringern. In der gruppierten Sammlung Kanda Samyutta Nummer 38 steht, man soll die gestaltet Merkmale des Gestalteten in den fünf Kandas von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen. Was sind denn diese Merkmale? Gestaltet Merkmale von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das klingelt jetzt wieder mit dem, was Lungpu La gesagt hat. Wir müssen die drei Zeiten auf eine Ebene bringen. Aber Vergangenheit und Zukunft verstehen wir in der Gegenwart. Jetzt. Now is the knowing. Erkenntnis geschieht jetzt. Da ist kein Widerspruch. Die Praxis findet jetzt statt.
Wenn wir uns über Vergangenheit und Zukunft Gedanken machen, an denen wir uns ergötzen, sind wir nicht in der Gegenwart. Wenn wir in der Gegenwart sind und uns mit Spekulationen und dummen Gedanken aufhalten, sind wir zwar in der Gegenwart, aber wir praktizieren deswegen trotzdem nicht richtig. Die Gestaltet-Merkmale des Gestalteten, das sind die Merkmale, an denen wir ein gestaltetes Ding als gestaltet erkennen können. Das heißt, dass wir ein Ding als Ding erkennen können. Ein Ding, das sich von anderen Dingen unterscheidet. Und was sind denn diese drei Merkmale? Woran erkennt man denn Gestaltetes als gestaltet? Und das ist das, was ich eingangs auf Pali gesagt habe. Entstehen zeigt sich, Vergehen zeigt sich, Veränderung des Bestehenden zeigt sich. Dies sind die drei Gestaltet-Merkmale des Gestalteten. Was ein Ding ist, das macht unsere Aufmerksamkeit. Ein Ding entsteht nicht aus sich selbst heraus. In den Lehrreden finden wir Aussagen wie, dass Aufmerksamkeit, Manasikara, der Ursprung von Dingen ist. Wenn ich in meiner Hütte sitze und aus dem Fenster schaue, kann ich entweder Bäume sehen oder ich kann den Wald sehen. Das sind verschiedene Dinge. Je nachdem, auf was ich achte. Wenn ich auf den Wald achte, sehe ich ein anderes Ding, als wenn ich auf die Bäume achte. Aber die Dinge, die sich von dem unterscheiden, was sie nicht sind, macht meine Aufmerksamkeit. Und die Eigenschaft dieser Dinge, woran wir erkennen können, dass es überhaupt ein Ding ist, ist, dass sie entstehen, dass sie sich verändern, während sie bestehen und dass sie vergehen. Scheint irgendwie offensichtlich zu sein, aber es ist es nicht, wie wir noch gleich hören werden. Dieses Gestaltetsein, ein Ding sein, dieses Unbeständigsein, entstehen, sich verändern, vergehen. Wir finden etliche Lehrreden und das, ich glaube, muss ich jetzt hier nicht groß erklären in diesem Kreis, dass das Erkennen von Vergänglichkeit, von Unbeständigkeit ein Schlüssel in unserer Praxis ist. Und das führt zu erstmal Ernüchterung. Das heißt, wir ergötzen uns dann nicht mehr daran. Das heißt, wir nehmen es nicht mehr her, so selbstverständlich als das, was ich bin und was mein ist und mein Platz in der Welt, weil es uns zwischen den Fingern zerrinnt. Es ist unbeständig. Es entsteht, es verändert sich, es vergeht. Diese Ernüchterung führt zur Entreizung, führt zum Aufhören von Ergötzen, führt zum Zurückweisen aller Vereinnahmung, Vereinnahmung auch dessen, der das Ergötzen reduziert. Ich bin einer, der Ergötzen reduziert, das wäre sozusagen noch der Nachschlag. Das ist die letzte Stufe. Nachdem wir schon bereits das Ergötzen losgelassen haben, müssen wir diese Vereinnahmung auch noch zurückweisen. Und dann bleibt nur noch eins übrig, nämlich Befreiung. Dann ist mit dem Ergötzen ganz vorbei. Gut, ich will über dieses Thema keinen Vortrag halten, das hat Ajahn Chattamoola schon mal erledigt, aber es fängt an mit dem Erkennen von dem, was Vergänglichkeit ist, was Unbeständigkeit ist. Veränderung, Vergänglichkeit, Gestaltetsein, Bedingungen für das Gestaltetsein, das alles hat was mit Zeit zu tun. Veränderung geschieht in der Zeit. Obwohl Dhamma akaliko ist, zeitlos, das heißt die Struktur, die Wahrheit, dass es sich so verhält, die ist von der Zeit unabhängig. Aber diese Veränderung, Vergänglichkeit findet in der Zeit statt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Was uns wieder zu der Frage zurückbringt, wann ist jetzt? Der Buddha selber sagt in den Lehrreden nicht allzu viel aus über das Wesen von Zeit. Was ganz klar ist, seine Lehre ist zeitlos. Und wir haben aber das Gefühl, wenn wir Vergänglichkeit wirklich verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, wie es sich mit der Zeit verhält, was Zeit überhaupt ist. Aber dieses Gefühl ist konditioniert, ist von unserer heutigen Situation abhängig, in der wir uns befinden. Denn zur Zeit des Buddha war da offensichtlich keine besondere Notwendigkeit, viel dazu zu sagen. Also die Schüler des Buddha, die brauchten keine tiefgründigen, tiefschürfenden und detaillierten Erklärungen zu dem, was Zeit ist. Denen hat es gereicht zu sehen, Vergänglichkeit ist Entstehen, Veränderung, Vergehen. Selbst diese Lehrrede, wenn sich manche gewundert haben, ja, was will er denn jetzt damit, ist doch klar. Aber wie sich eben herausgestellt hat, war das nicht so klar. Und dass wir diese Lehrrede haben, ist vermutlich der Fähigkeit des Buddha zuzuschreiben, nicht nur im Augenblick zu sein, sondern auch zu sehen, was künftig so alles kommen wird. Das ist nämlich eine von den währenden Anfängen Lehrreden, die dann spätere Degenerationen verhindern sollte, nicht geschafft hat.
Also, es gibt verschiedene Wörter im Pali, die Zeit bedeuten. Das bekannteste ist Kala, Gan in Thai, und bedeutet einen konkreten Zeitpunkt oder Zeitraum. Zum Beispiel Kalan Karoti heißt das zeitliche Segnen, Sterben. Vikala im Vinaya bedeutet die falsche Zeit, wo wir nichts essen dürfen. Also in dem Sinne Kala. Gibt dann noch Begriffe wie Kana, das mehr kürzere Zeiträume oder Zeitpunkte beschreibt. Samaya, Anlass. Und dann gibt es ein Wort, das heißt Adha. Das bedeutet Zeitraum. Zeitraum, ein längerer Zeitabschnitt, der allgemein abgehandelt wird. Nicht eine bestimmte Zeit, sondern Zeit im Allgemeinen. Adha. Bezieht sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der Auseinandersetzung in späteren Jahrhunderten im Buddhismus gab es dann zwei Extreme, die wir vermeiden sollten, wenn wir uns mit Zeit beschäftigen, nämlich, dass Vergangenheit und Zukunft eine Illusion sind, dass die nicht existieren. Die Vergangenheit ist vernichtet, die Zukunft ist eine reine Seifenblase. Das andere Extrem ist, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichrangig existieren. Das war die Position, so wenn ich das richtig verstanden habe, von einer Schulrichtung, die sich die Sarvastivadins genannt haben. Vielleicht haben einige von euch mal eine Statue gesehen von einem Mönch, der so eine Almosenschale in der Hand hat und den Kopf so nach hinten gedreht hat. Das ist der ehrwürdige Upagupta oder Upagutta, Upagut. Genau, im Norden ist er bekannter. Das kommt nämlich aus Burma. Diese Gruppe hat, glaube ich, am längsten in Burma durchgehalten. Und der ehrwürdige Upagut gilt da immer noch als Heiliger und wird auch in Nordthailand verehrt. Also da gibt es eben diese Statue, ne, mit der Schale, der den Kopf so gedreht hält. Vergangenheit auf Pali heißt Adita und wörtlich übersetzt darüber hinausgegangen. Das heißt nicht, dass die Vergangenheit ausgelöscht ist, sondern wir sind darüber hinausgegangen. Im Deutschen sagen wir vergangen. Das ist genau dasselbe Konzept, genau dasselbe sprachliche Verständnis. Zukunft heißt Anagata, das heißt noch nicht angekommen. Das ist noch auf uns zukommend, es ist noch zukünftig. Es ist wiederum im Deutschen genau dasselbe. Gegenwart bedeutet Pachupanna. Das ist wörtlich übersetzt gegen entstanden oder gegen geworden, Gegenwart. Was bedeutet das jetzt? Gegenwart bedeutet, das ist der Zeitpunkt, wo den Sinnen Widerstand geleistet wird. Da, wo das Sinneserleben stattfindet, der fünf Sinne, das ist die Gegenwart. Der ehrwürdige Jnanavira, der Autor des Schwarzen Buches, hat gesagt, die Vergangenheit ist überdeterminiert und die Zukunft ist unterdeterminiert. Das heißt, die Vergangenheit ist da, aber sie ist nicht mehr hier, sie ist schon dort. Die Zukunft ist ebenfalls da, aber sie ist noch nicht hier, sie ist noch dort. Überdeterminiert bedeutet, wir können nichts mehr dran ändern. Unterdeterminiert bedeutet, es geht in eine gewisse Richtung, aber da sind noch verschiedene Änderungsmöglichkeiten vorhanden. Ich habe hier einen Gegenstand. Dieser Gegenstand ist ja ein allgemeiner Gegenstand. Normalerweise nehme ich für solche Gleichnisse immer die Klangschale her. Das geht heute nicht, weil sonst würde ich Schwierigkeiten kriegen. Ich möchte jetzt ein kleines Experiment machen und euch bitten, mal auf diesen Gegenstand zu achten. Beobachtet mal diesen Gegenstand. So, wer traut sich, seine oder ihre Beobachtung in Worte zu fassen? Was habt ihr jetzt beobachtet? Ist es was zu schwierig, hat was zu schnell? Sollen wir nochmal machen? Der Gegenstand hat seine Position verändert. Ja, ich hätte es jetzt noch einfacher ausgedrückt. Gravitation. Bitte? Gravitation. Viel zu kompliziert. Ich mach's nochmal. Danke. Ganz einfach, der Gegenstand ist runtergefallen. Wie kannst du das wissen? Du hast es gesehen, genau. Du hast gesehen, wie der Gegenstand runterfällt. Du hast eine Bewegung gesehen. Du hast die Gegenwart des fallenden Gegenstandes gesehen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, auf halber Strecke habe ich den Gegenstand gesehen und habe mich erinnert, dass er Sekundenbruchteile vorher weiter oben war. Also höchstwahrscheinlich ist er gerade am Herunterfallen. Man könnte auch sagen, höchstwahrscheinlich wird er gleich unten aufschlagen. Also,
Je nachdem, wie ich das Ganze betrachte, habe ich entweder die Gegenwart des fallenden Gegenstands gesehen oder ich habe die Gegenwart des Gegenstands in der Mitte gesehen und gleichzeitig seine Vergangenheit und Zukunft gesehen. Ich habe mich nicht an die Vergangenheit erinnert und mir Gedanken gemacht, naja, wenn der so weitermacht, klatscht er unten auf, sondern ich habe das in dem Moment gesehen, da habe ich nicht groß überlegen müssen. Die Gegenwart ist der gesamte Zeitraum des Fallens. Dann kann ich sagen, ich habe die Gegenwart des fallenden Gegenstands gesehen. So, jetzt lasse ich wieder los und ihr sagt, naja, okay, ich sehe die Zukunft, der wird unten aufschlagen. Aber dann, es kommt was dazwischen. Warum? Weil die Zukunft unterdeterminiert ist. Da hat ein Faktor hat sich geändert, nämlich meine Absicht, den nicht unten aufklatschen zu lassen. Das ist der Grund, warum man die Zukunft sehen kann, weil sie bereits da ist, nur noch nicht hier. Aber weil es immer noch eine gewisse Unsicherheit gibt. Je mehr Faktoren wir kennen, desto genauer können wir die Zukunft vorhersagen. Der Buddha, der nun allwissend war, hat wahrscheinlich mehr Faktoren als jeder andere gesehen. Aber selbst der Buddha hat nur in wenigen Fällen ganz klare Aussagen getroffen. Zum Beispiel hat er in einem Fischerdorf Pataliputta gesagt, das wird mal eine bedeutende Stadt werden. Er hat genügend Faktoren, die dazu notwendig waren, diese Aussage zu treffen, beieinander gehabt. Aber er hat in den meisten Fällen gesagt, dieser Typ, hat er nicht gesagt, wird zur Hölle fahren, sondern er hat gesagt, wenn der so weitermacht, fährt er zur Hölle. Oder wenn er jetzt sterben würde, würde er zur Hölle fahren. Also wenn dann. Wenn der Orden Größe und Gelehrsamkeit erlangt hat, wird er degenerieren. Er hat nicht gesagt, das geschieht im Jahr 500 nach Christus, sondern er hat gesagt, wenn dann. Also die fehlenden Faktoren sozusagen noch mit hineingebracht. Und ein fehlender Faktor ist der menschliche Wille. Und der findet in der Gegenwart statt. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, in denen wir der Zukunft diesen oder jenen Verlauf geben können. Was ist überhaupt Zeit? Existiert Zeit? Vorhin beim Sangha-Meeting haben wir uns schon etwas unterhalten über dieses Thema und da wurde mir schon klar, dass eben schon sehr viel in den Köpfen rumspukt, was denn so zum Thema Zeit zu sagen ist. Die eine Äußerung war, ja, Zeit, das existiert oder die Gegenwart und schon ist sie vorbei und so weiter. Ich glaube, der Philosoph Heidegger hat gesagt, Zeit existiert nicht, sie zeitigt. Was das Problem allerdings auch nicht aus der Welt schafft. Der Buddha hat in den überlieferten Lehrreden keine metaphysischen Aussagen zur Zeit gemacht. Und er hat auch keine metaphysischen Aussagen zu irgendetwas anderem gemacht, davon mal abgesehen. Seine Schüler haben sich keinen Kopf gemacht darüber, was Zeit denn nur ist, weil denen hat das gereicht. Das, was wir normal unter Zeit verstehen, so wie wir das verwenden. Veränderung entstehen, Veränderungen vergehen. Das ist Vergänglichkeit. Das hat denen gereicht, um zu praktizieren und Befreiung zu erlangen. Ja, wenn also der Buddha nichts weiter dazu gesagt hat, warum habe ich jetzt einen langen Anlauf genommen, um etwas dazu zu sagen? Es liegt daran, dass ich in der Ordensgemeinschaft das Amt des Müllbeauftragten habe. Das bedeutet, dass ich am richtigen Zeitpunkt die Mülltonnen an die Straße stellen muss, sonst werden sie nicht geleert. Oder den Fluss des Abfalls in die verschiedenen Kanäle überwache, dass das auch jeder weiß, was in welche Tonne gehört und so weiter. Und das ist wahrscheinlich eine Charakter- und Persönlichkeitssache, dass mir dieses Amt liegt. Und deswegen mache ich es auch gerne, den Müll, der sich um die Buddha-Lehre angesammelt hat, zu beseitigen oder zumindest zu versuchen, der sich in den Jahrhunderten angesammelt hat und aus der Buddha-Lehre den Buddhismus oder die Buddhismen oder sonstiges gemacht hat. Was sich in Gedankengut der Romantik auch wiederfindet, da habe ich bereits einen Vortrag drüber gehalten, das ist jetzt der Link. Der Vortrag war zu dem Thema Falschgeld, verschiedene Spiritualismen, alles ist eins, der Weg ist das Ziel, Dhamma ist Poesie und solche Sachen. Warum hat sich Müll angesammelt? Nun gut, die Dhamma-Praxis wurde immer weniger erfolgreich. Die Praxis der Leute, die der Lehre nachgefolgt haben, ist degeneriert. Gut.
Das hat dann zu einer Ausbildung von einer Tendenz geführt, der Wunsch, dieses Thema, die Buddha-Lehre, zu beherrschen. Das geht aber nicht. Dhamma ist Opa Naiko. Naiko heißt führend, Opa, O heißt herab oder nach innen, Pa heißt vorwärts oder hinüber. Also die Lehre, chanten wir immer, führt hinüber oder sie führt nach innen, ist beides richtig. Auf jeden Fall müssen wir zulassen, dass uns die Lehre führt. Und das ist sehr schwierig. Der Wunsch, das Thema zu beherrschen, ja, der ist auch wiederum aus unserem Begehren herausgeboren. Die Erkenntnis, dass wir unwissend sind, ist für jemanden, der das Thema beherrschen möchte, eigentlich ziemlich unerträglich. Und doch, wenn wir wollen, dass uns Dhamma führt, dass es uns zur Befreiung vom Leiden führt, dann müssen wir genau das zulassen. Also Dhamma wurde immer mehr zum Studienobjekt, dann mussten irgendwelche Erklärungstheorien her, warum es trotzdem nicht funktioniert, obwohl ich doch das Thema beherrsche. Das Gelehrtentum hat sich doch ziemlich breit gemacht. Gelehrte werden manchmal mit Wissenschaftlern verglichen, aber ich würde sie eher mit Technikern vergleichen. Also ein Wissenschaftler ist ja immerhin jemand, der sich über sein bekanntes Gebiet hinauswagt, der versucht, was Neues herauszufinden. Techniker sind Leute, die auf sicherlich geniale Weise das, was bereits bekannt ist, anwenden. Die Gelehrten, die haben auch nichts Neues. Doch, sie haben vielleicht was Neues hinzugefügt, aber sie haben nicht versucht, ihren Horizont zu erweitern, über ihre Grenzen zu gehen. Die Dhamma-Praxis ist etwas Subjektives. Da müssen wir zulassen, dass wir selber uns verändern, dass wir uns von Dhamma verändern lassen. In dem Moment, wo ich das nach außen bringe, objektiviere, berührt es mich nicht mehr. Es gibt Menschen, die gelten als Mönche, die als Vinaya-Experten gelten, die wahrscheinlich wissen, wo jede einzelne Regel bei welchem Anlass gegeben wurde und wer der Erstübeltäter war und so weiter. Das sind Vinaya-Experten, die aber in ihrer eigenen Praxis das völlig ignorieren, was der Buddha da gelehrt hat. So etwas gibt es tatsächlich. Und genau dasselbe findet auf dem Gebiet der Lehrinhalte statt. Die kann man so weit nach außen drängen, dass sie einen nicht mehr berühren. Dieses Objektivieren, dieses nach außen bringen, macht natürlich auch nicht vor der Zeit Halt. Und so sind dann verschiedene Konzepte entstanden, was denn Zeit ist und auch was Vergänglichkeit natürlich. Die beiden Dinge, habe ich ja versucht zu erklären, hängen miteinander zusammen, wie die denn beschaffen sind. Und eine sehr gängige Theorie, ein sehr gängiges Konzept ist, dass Zeit aus Momenten besteht, aus kleinsten Einheiten, die absolut sind, die objektiv sind. Ich habe vorhin gehört, dass es Wissenschaftler gibt, die nach dem kürzesten Moment suchen. Es ist nicht der Skandal der Wissenschaft, dass der kürzeste Moment noch nicht gefunden wurde, sondern es ist der Skandal der Wissenschaft, dass es immer noch Leute gibt, die danach suchen. Stand auch nicht von mir, das ist von Heidegger, das Zitat, abgewandelt. Er hat gesagt, es ist ein Skandal, nicht der Skandal der Philosophie, dass die Welt da draußen noch nicht gefunden wurde, sondern es ist der Skandal der Philosophie, dass immer noch danach gesucht wird. Aber das Gleiche gilt hier auch. Objektivität, Dhamma ist für den, der fühlt und erlebt. So wird auch die Unwissenheit dann versucht zu relativieren, zu objektivieren, indem gesagt wird, Avijja bedeutet Unwissenheit von der Lehre, Unwissenheit von den vier edlen Wahrheiten, was eigentlich richtig ist, aber so war es nicht gemeint. Als Lehrkonzept etwas nicht kennen. Die Heiden, das sind die Unwissenden. Aber Unwissenheit ist, dass wir unsere gesamte Erlebenssituation nicht erkennen können. Avijja, Paccaya, Sankara, Unwissenheit konditioniert Gestaltungen. Das heißt, aus allem unserem Erleben werden Gestaltungen gemacht. Ich besetze es neuerdings mit Daseinszubehör, das, was uns den Platz gibt. Und wenn ich Unwissenheit, die sich auf mein gesamtes Leben bezieht, nicht akzeptieren kann, denn ich will ja Bescheid wissen, dann muss ich natürlich auch Begriffe wie Sankara anders interpretieren. Und dann bricht das Verständnis der Buddha-Lehre völlig zusammen. So, jetzt kommen wir zur ersten Preisfrage. Was ist denn die wichtigste Aussage zu Sankara, zu Gestaltungen? Nein, Firmenangehörige dürfen nicht mitspielen. Also gibt es jetzt was zu gewinnen?
Ich würde sagen, sie sind vergänglich. Okay, du hast das gewonnen. Oder genauer gesagt, alle Gestaltungen sind vergänglich, sind unbeständig. Und dein Preis ist ein Foto von Mutter Mira. Aha, gut. Reichst das mal nach hinten? Ja. Und das passt genau zu dem Thema. Warum, erkläre ich aber erst später etwas. Alle Gestaltungen, unser gesamtes Daseinszubehör ist unbeständig. Aber kehren wir zurück zur Zeit. Kann man Zeit messen? Zeit kann man nicht messen. Man kann nur Veränderungen zählen. Ganz früher war das so ein Metallstab mit einem Gewicht unten dran. Das ging mal hin und her. Klick, tack, tick, tack. Wenn das 60 Mal Tick-Tack gemacht hat, war eine Minute rum. Bei 3600 war es eine Stunde. Wir haben unsere Zeitkonzepte so internalisiert, dass wir glauben, Zeit ist etwas Konkretes. Spätestens seit Einstein sollten wir doch wissen, dass Zeit kann man wie ein Kaugummi ziehen und ist ganz relativ und ist von Raum und Materie abhängig. Aber wir haben alle so das Gefühl, Zeit ist etwas ganz Konkretes. Und da, wenn wir das verstehen, dann haben wir Vergänglichkeit verstanden. Apropos, ist jetzt morgen schon Sommerzeit? Weiß das jemand? Ja. Ja. Gut. Wir haben alle immer noch die Schwierigkeit. Kann ich dann länger schlafen? zu verstehen, dass wir die Uhr eine Stunde vorstellen müssen, aber in Wirklichkeit eine Stunde früher aufstehen müssen. Ja, sieht man mal wieder, wie relativ die Zeit ist. Der Wunsch, dass es Momente gibt, die etwas Absolutes, Objektives sind, das ist der Wunsch, nach ein Selbst zu sein. Genau, das ist das wieder, was von Begehren gefordert wird. Dass dieses Ich, was sich so unabhängig und hinter dem Erleben empfindet, auch tatsächlich so existiert. Und die Absolutheit von Momenten, die Objektivität von Momenten äußert sich zum Beispiel darin, dass man sagt, es gibt einen kürzesten Moment. Jetzt kommt die Preisfrage Nummer 2. Wie lange dauert denn ein Moment? Oder wie lange dauert die Gegenwart? Oder wie lange dauert jetzt? Schwierig, das ist jetzt die schwierigere Frage. Aber sie ist eigentlich auch ganz einfach. Die Gegenwart, achso, ich kann jetzt auch auf Firmenangehörige. Wie lange dauert die Gegenwart? Also ich gebe euch nochmal einen Hinweis. Wie lange dauert die Gegenwart dieses fallenden Gegenstands? Kurz. Die Gegenwart scheint ständig zu vergehen. Die Gegenwart vergeht ständig. Nö, damit bin ich nicht zufrieden. War es so eigentlich immer? Die Gegenwart ist immer, das ist auch richtig. Aber wie lange dauert sie? Wie lange dauert ein Moment? Das Jetzt? Sehr subjektiv, würde ich sagen. Das ist schon mal eine heiße Spur, ja? Was heißt heiße Spur? Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Aber daraus möchte ich jetzt die konkrete Antwort darauf, wie lange dauert die Gegenwart oder der Moment oder das Jetzt. Wieder was verändern? Okay, du hast den Preis gewonnen, bis eine Veränderung eintritt, genau. Die Gegenwart des fallenden Gegenstands dauert, bis er unten ist. Dein Preis, reichst du es von? Ist eine Uhr, eine Armbanduhr. Und das Besondere an der Armbanduhr ist, dass sie kaputt ist, die geht nicht mehr. Denn was könnte Veränderung, Vergänglichkeit besser demonstrieren als eine kaputte Uhr? Ja? Veränderung, das Jetzt, der Uhr ist vorbei, wenn sie kaputt geht. Ja? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Das ist nicht Vergänglichkeit, das ist nicht Veränderung, das ist Beständigkeit. Veränderung ist tick, tack, tick. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt von Vergänglichkeit in der Buddha-Lehre, nämlich das, was vergänglich ist, ist leidhaft. Solange die Uhr tick-tack, 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 tick-tack macht, interessiert uns das überhaupt nicht. In dem Moment, wo die Uhr stehen bleibt, entweder weil die Batterie leer ist oder weil sie kaputt geht, stört es uns. Das ist die Veränderung, die uns stört, die uns Leiden bereitet. Also der zweite wichtige Punkt. Erstens, Veränderung, Gegenwart, Zeit, alles subjektiv. Zweitens, die Gegenwart ist rum, wenn eine Veränderung eintritt. Der Moment ist rum, wenn eine Veränderung eintritt. Und drittens, es muss leidhaft sein. Es ist leidhaft.
Wenn ich irgendwas beobachte, wo dieser Aspekt fehlt, dann schaue ich noch nicht richtig hin, was Veränderung überhaupt ist. So, was bedeutet in der Gegenwart, im Moment, jetzt? Im Moment macht die Uhr tick. Und dieser Moment ist rum, wenn die Uhr tack macht. Im Moment macht die Uhr tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und der Moment ist rum, wenn die Uhr kaputt geht oder die Batterie leer ist. Im Moment gibt es Armbanduhren. Wann ist dieser Moment entstanden? Seit wann gibt es Armbanduhren? Taschenuhren? Also ich weiß es auch nicht. So 500, 600 Jahre etwa. Weiß jemand, wer die Taschenuhr erfunden hat? Nee. Es war ein gewisser Peter Hähnlein. Und woher war der? Aus der Schweiz. Schweiz. Ja. Aus Nürnberg. Das war Nürnberger. Statt der Techniker. Wobei er war in gewisser Weise wohl auch Wissenschaftler, denn von der Technik der Turmuhren zu einer Taschenuhr zu kommen, ist schon ein ziemlicher Schritt ins Neuland. Nürnberg ist auch die Stadt der Wissenschaftler. Martin Behaim zum Beispiel war ein Wissenschaftler. Weiß jemand, was Martin Behaim der Menschheit geschenkt hat? Ein Globus. Das war dann schon, ne? Von der flachen Landkarte zu einem Globus. Nürnberg ist auch die Stadt der Künstler. Frau Dürrer, darf der Albrecht Roth zum Spielen? Na, der Baum am Rollen. Ruf die Fernhörer aus dem hohen Norden. Frau Dürrer, darf der Albrecht herunterkommen zum Spielen? Nein, der Bub muss malen. Was hat es noch für wichtige Erfindungen in Nürnberg gegeben? Lebkuchen. Lebkuchen, gute Antwort. Und? Drei in einem Weckler. Okay, es gibt keine Preise jetzt für diese Antworten, weil es sich um Tierwissen handelt, um weltliches Wissen. In der Buddha-Lehre sagt man Tierwissen dazu. Aber die Grenze zwischen Lebkuchen und irgendwelchen Konzepten, die mit der Praxis nichts zu tun haben, die ist schon sehr schwammig. Also wir beobachten, dass wir verschiedene Formen von Gegenwart haben. Gegenwärtig gibt es Taschenuhren, das ist also, oder Armbanduhren, das ist eine Gegenwart, die bereits 500 Jahre andauert. Die Gegenwart dieser Uhr ist spezieller. Die, wie lang? 10 Jahre vielleicht. Die liegt schon lange bei uns in der Schublade, jetzt hat sie endlich mal einen Verwendungszweck gefunden. Die Gegenwart von Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack und die Gegenwart von Tick, das sind jeweils speziellere Gegenwarten. Und wir können beobachten, je genauer wir hinschauen, je spezieller wir hinschauen, desto kürzer werden diese Gegenwarten. Aber wie ich bereits sagte, die Gegenwart eines Dinges hängt davon ab, welches Ding ich betrachte. Und das Ding entsteht durch meine Aufmerksamkeit, durch meinen Fokus, durch meine Manasikara, meine Zuwendung. Ja, nachdem diese untergeordneten Ebenen immer kürzer werden, kam dann irgendjemand mal auf die Idee, naja, irgendwann sind wir bei einem kürzesten Moment angelangt. Der alles erklärt, der erklärt, was Vergänglichkeit ist, aus dem alles zusammengesetzt ist. Und es sind 176.470 Millionen solcher Momente pro Blitzzucken oder Wimpernschlag, könnte man auch sagen. Also schon relativ kurz. Jetzt haben wir verschiedene Probleme, wenn wir uns damit beschäftigen. Erstens, wie gelangen wir von der Uniformität, weil diese Momente sollen ja alle gleich lang sein, zur Vielfalt der Veränderung. Also die Idee ist, dass innerhalb eines Moments sich nichts verändert. Der entsteht und vergeht einfach nur. Klar, wenn er sich da drin eine Veränderung stattfinden würde, innerhalb des Moments wäre es ja kein Moment. Dann wäre es ja kein kürzester Moment. Das ist ja dieses Konzept, dass es einen kürzesten Moment gibt, in dem keine Veränderung stattfindet. Jetzt überlegen wir mal, wenn also da nur Entstehen und Vergehen ist, wir lassen aus einem Glas Honig raustropfen. Wie weit tropft es in, sagen wir mal, ein 176,47 Milliardstel Wimpernschlag? Wie weit kann ein Honig tropfen? Nicht besonders weit. Das heißt, der entsteht und vergeht und naja, so nach und nach, nach ein paar Milliarden Momenten, ist er dann einen Zentimeter weit runtergetropft. Aber nun gibt es ja Dinge, die sich viel schneller fortbewegen. Das heißt, es entsteht und vergeht hier und entsteht und vergeht da wieder, weil es halt schneller ist.
Und was ist denn da dazwischen? Wie komme ich denn der Wirklichkeit auf die Spur, wenn ich meine Beobachtung Konzepte überstülpe? Denn sowas können wir ja nicht beobachten. Und komischerweise, ironischerweise, sind diejenigen, die solche Konzepte vertreten, genau die, die dann so Meditationssysteme entwickeln, wo sie einem sagen, du musst aber die Wirklichkeit beobachten in deinem Körper und in deinem Geist. Die Idee, Vergänglichkeit zu erkennen, indem wir Momente sehen oder auch nur sehen, dass die Wirklichkeit aus Momenten zusammengesetzt ist, die rückt die Verwirklichung, die Befreiung ganz sicher außer Reichweite. Denn wir können, selbst wenn es sowas gäbe, wir können das halt nicht nachvollziehen. Die Frage ist nur, ist es von irgendeinem Belang für die Praxis, für die Buddha-Lehre? Aber es gibt eben Meditationssysteme, wo die glauben, wenn wir alles ganz langsam machen, dann kommen wir langsam in diese Richtung. Ich habe mal in Wat Banana Chat eine Gruppe von Bikunis erlebt, ich glaube aus Korea waren die oder so, die sind von ihrer Unterkunft Richtung Essenssala gegangen, so hintereinander im Zeitlupenschritt, also ganz, ganz langsam, um wirklich jegliche einzelne Veränderung genau erkennen zu können. Ich war damals noch Laie, bis ich dann irgendwann gesagt habe, also Ehrwürdige, wenn ihr so weitergeht, verpasst ihr die Mahlzeit. Und dann sind wir so in diese banale Alltagsgegenwart wieder zurückgekehrt und ganz schnell in die Sala gelaufen. Die Idee, die hinter diesen Momenten steckt, wird manchmal mit einem Filmstreifen verglichen. Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch. Also früher waren Filme aus so Plastikstreifen, Zelluloid oder irgendwas. Und dann so einzelne Bildchen. Und ich glaube 24 pro Sekunde oder Kinofilme vielleicht mehr. Und jedes Bild, ja, war sozusagen ein Moment, ein festgefrorener, unveränderlicher Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Und das nächste Bild, dann der nächste Ausschnitt, eine 24. Sekunde weiter. Und wenn man dann das mit 24 Bildern pro Sekunde durch den Projektor zieht, dann ergibt das eben die Illusion einer Bewegung. Und unsere gesamte Wirklichkeit besteht also aus kleinen Filmbildchen. Das ist so das Modell der Momente. Ich wollte erst Tom Cruise als Beispiel nehmen, aber ich glaube, heute gibt es keine Zelluloid-Streifen mehr. Sagen wir mal Gary Grant. Wie kann Gary Grant in dem einen Bild irgendetwas wissen von dem Gary Grant in dem nächsten Bild? Kann er nicht. Geht nicht. Wie kann Gary Grant überhaupt etwas für Veränderung von Vergänglichkeit erfahren? Der eine oder der andere? Geht nicht. Es geht nur von außen. Wir, die wir den Film mit Gary Grant sehen, sind nicht in dem Filmstreifen drin. Wir schauen uns den von außen an. Und genau das ist ja nicht, was wir in der Dhamma-Praxis machen. Wir sind ja selber in dem Erleben drin. Also wenn wir der Gary Grant in dem Filmstreifen wären, dann hätten wir keine Möglichkeit, jemals Befreiung zu erlangen, wenn es denn überhaupt so etwas gäbe. Denn das gleiche Problem, wie kann ich Zeit als etwas Objektives von außen erfahren, geht genauso wenig. Natürlich waren diejenigen, die solche Modelle aufgestellt haben, auch nicht so ganz blöd, dass sie nicht gemerkt haben, dass da gewisse Probleme und Widersprüche auftauchen. Und gab es dann verschiedene Lösungsversuche. Das eine, ja, haben sie gesagt, diese verschiedenen Momente, die sind eingebettet in Bhavanga, der Daseinsstrom, Daseinsgliederstrom oder so ähnlich wird es wörtlich übersetzt. Bhavanga ist so der Kitt, mit dem man die Risse in den löcherigen Konzepten kittet. Und das ist der Kitt, mit dem man die Geistmomente zusammenklebt. Das ist sozusagen der Plastikstreifen, auf dem die verschiedenen Bilder mit Cary Grant drauf sind. Der zweite Lösungsversuch ist, dass wir tatsächlich gar nicht in den Bildstreifen drin sind. Wir sind außerhalb davon. Die Bildstreifen, das ist die relative Wirklichkeit, die Natur, Prakriti, und wir selber stehen außerhalb davon, wir sind der Atman. Aber genau das wollen wir ja eigentlich nicht als Buddhisten. Das ist die Lehre, wer hat das Bild von Mutter Mira lehrt, solche Dinge über den Atman, der außerhalb der Zeit steht und eben die vergänglichen Dinge vor sich entfalten und vergehen sieht. Also das ist der Reminder, die Erinnerung daran, dass wir da aufpassen müssen, wenn wir irgendwelchen Konzepten auf den Leim gehen, die genau in die Richtung gehen. Etwas, was sich herausnimmt aus dem ganzen Spiel. Und der dritte Lösungsversuch ist zu sagen, naja,
Der Gary Grant in den verschiedenen Bildern verändert sich nicht. Daraus folgt, es gibt gar keine Veränderung, sondern es gibt nur Entstehen und Vergehen. Der Gary Grant aus dem einen Bild entsteht, vergeht und der nächste entsteht und vergeht. Und so schnell, dass wir eben die Illusion von einer Kontinuität haben. Die Vorstellung, dass alles nur entsteht und vergeht, ist natürlich im krassen Widerspruch zu dem, was ich aus der Lehrrede an Guttara 3,37 vorgelesen habe. Die Merkmale des Gestalteten als Gestaltetes sind Entstehen, Veränderung während des Bestehens und Vergehen. Die drei müssen zusammenkommen, nicht nur einfach Entstehen und Vergehen. Ist Zeit überhaupt ein Kontinuum? Ist es etwas, in dem die Dinge passieren? Oder entsteht die Zeit erst durch Veränderung? Ja, vom Subjektiven her könnte man sagen, die Zeit entsteht erst durch Veränderung. Weil wir messen die Zeit durch Veränderungen. Wir versuchen sie zu objektivieren, aber es sind auch nur erlebte Veränderungen. Albert Einstein hat, ich verstehe die Relativitätstheorie auch nicht, aber der hat zumindest gesagt, dass man so Zeit dehnen kann und was alles damit machen kann, weil es sehr relativ ist. Und die Wissenschaft sagt uns, nach dem Big Bang oder in der Sprache des Sutras würden wir sagen, als die Welt wieder sich entfaltete, gab es nur Plasma. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Sutta im Digha Nikaya heißt, also die Zeit, wo es nur Plasma, ungeordnete Materie gab, sagt die Wissenschaft, das waren nur wenige Nanosekunden. In den Suttas steht, dass diese Zeit sehr lange gedauert hat. Tja, sehr lange ist was sehr Subjektives. Aber wer könnte denn diese Zeit erlebt haben? Das waren nur die aus den Brahma-Welten, die da als erstes entstanden sind, oder Wesen aus noch höheren Daseinsbereichen. Und die haben das möglicherweise als sehr lange empfunden. Menschen gab es nicht. Also nach menschlichen Begriffen kann man da jetzt nicht urteilen. Und die Nanosekunden der Wissenschaft, ja, die sind abhängig von unseren heutigen Pendeln. Das sind zwar keine Metallstäbe mehr, die hin und her wackeln, sondern das sind irgendwelche Quarze, die vibrieren, oder irgendwelche Atome, die zerfallen, mit denen wir Zeit messen. Aber wir messen wiederum nur Zeit durch Zählen von Veränderungen. Von Dingen, die es zu der Zeit des Plasma gar nicht gegeben hat. Also was bedeutet in einer Zeit, wo es gar keine richtige Materie gibt, das Wort Nanosekunde überhaupt? Zeit, Gegenwart, Veränderung, das ist alles strukturell. Es gibt Veränderungen, ein Blatt entsteht hellgrün, dann wird es dunkelgrün, dann wird es braun, dann fällt es ab. Während also das Blatt entsteht, sich verändert, vergeht, verändert sich das Laubkleid. Wenn alle Blätter abgefallen sind, vergeht das Laubkleid. Während das Laubkleid kommt und geht, verändert sich der Baum. Wenn der Baum abgesägt wird im nächsten Herbst, hat der Baum aufgehört. Während Bäume gepflanzt und gefällt werden, verändert sich der Wald durch Entstehen und Vergehen auf untergeordneter Ebene. Wenn der Wald niedergebrannt wird, hat er bald aufgehört. So ist es zu verstehen. Je nachdem, was ich betrachte wiederum, ne? Manasikara. Ist der Anfang dieses Satzes bereits Vergangenheit, während ich diesen Satz spreche und noch nicht zu Ende gesagt habe? Ist der Anfang dieses Satzes, den ich gerade sage, bereits Vergangenheit, während ich diesen Satz spreche und noch nicht zu Ende gesagt habe? Je nachdem wieder, was wir betrachten. Ja? Dieser Vortrag hatte einen Anfang. Im Moment verändert er sich. Er verändert sich mit jedem Satz, verändert sich der Vortrag. Aber er ist noch nicht vergangen. Es wird noch etwa, dauert vielleicht noch eine Viertelstunde. Die Sätze haben auch auf untergeordneter Ebene auch wieder einen Anfang, nämlich mit dem Satzanfang. Und sie enden mit dem Punkt, Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Und dazwischen verändern sie sich. Sie verändern sich durch das Entstehen und Vergehen von Worten. Aber jedes Wort wiederum hat einen Anfang und verändert sich durch eine Abfolge von Lauten. Und wenn das Wort zu Ende ist, hört es auf. Und jeweils das Wort kann niemals den Tod des Satzes wissen. Der Satz kann niemals das Ende des Vortrags wissen. Das sind unterschiedliche Ebenen. Aber jedes für sich genommen, je nachdem, was wir betrachten, ist die Gegenwart. Wenn wir die Gegenwart dieses Satzes betrachten, dann hört die auf, wenn dieser Satz zu Ende ist. Punkt.
Wenn wir die Gegenwart dieses Vortrags betrachten, ist der Gegenwart zu Ende, wenn ich Ewang sage. Gegenwärtig haben wir Täler im Frankenwald. Diese Gegenwart hat mit dem Pleistozän begonnen. Ist noch nicht so sehr lange her, ungefähr 2 Millionen Jahre. Ja, ich habe irgendwann schon mal dieses Ganze illustriert mit den verschiedenen Blättern, dass Veränderung ja auch bedeutet, Veränderung findet immer dann statt, wenn etwas anderes sich nicht verändert, nämlich die jeweils höhere Ebene. Um zu sagen, dieser Satz verändert sich, muss es dieser Satz bleiben. Mit den Blättern war das schöner zu demonstrieren. Ich habe da mit meiner Zauberschale ein grünes Blatt hochgehoben und dann ein dunkelgrünes und dann ein rotes und dann ein braunes. Und dann haben wir gesagt, okay, das Blatt hat sich verändert. Aber um zu sagen, das Blatt hat sich verändert, musste etwas sich nicht verändern, nämlich das Blatt, die Form. Wenn sich die Form des Blattes ebenfalls verändert hätte, hätte ich nicht mehr sagen können, das Blatt hat sich verändert, weil da gar kein Blatt mehr da ist. Also Veränderung ist immer vor dem Hintergrund von etwas, was sich nicht verändert. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Also hiermit können wir uns, glaube ich, verabschieden von der Vorstellung, dass Gegenwart ein Punkt ist. Und husch, ist sie schon vorbei. Dass Gegenwart praktisch gar nicht existiert, weil sie jetzt schon Vergangenheit ist. Das ist ein weit verbreitetes, glauben viele Leute. Jetzt glaubt ihr mir vielleicht immer noch nicht. Dann lese ich noch was vor aus dem Digha Nikaya Nummer 33, Sankhiti Sutta. Es gibt, Freunde, drei Dinge, die vom Erhabenen, dem Wissenden und Sehenden, dem Verwirklichten und vollkommen Erwachten richtig verkündet worden sind. Welche drei? Drei Zeiträume, Adha. Der vergangene Zeitraum, der zukünftige Zeitraum, der gegenwärtige Zeitraum. Darüber sollte Einigkeit bestehen, kein Streit, sodass der heilige Wandel zweckdienlich sein kann und lange Bestand hat. Das wäre zum Wohle und Glück vieler Generationen, würde dem Mitgefühl mit der Welt dienen, dem Wohl und Glück von Devas und Menschen. Die Gegenwart ist auch ein Zeitraum, ist kein Punkt. Ein Punkt hat keine Dimension. Es gibt sehr kurze Zeiträume, die wir dann im allgemeinen Sprachgebrauch Augenblick oder Moment nennen, aber die sind ebenfalls subjektiv. Und diese Lehrrede wurde nicht vom Erhabenen gesprochen, weil der wird ja hier zitiert, der Erhabene, die wurde vom ehrwürdigen Sariputta gesprochen. Und dem versuchen manche Menschen, die Entstehung des Abhidhamma in die Schuhe zu schieben. Das ist auch so eine Ironie. Also, die Gegenwart ist kein Punkt, das ist nur ein Konzept, dass Dinge nur entstehen und vergehen und sich nicht verändern, während sie bestehen. Das ist ein Konzept der Gelehrten. Könntet ihr jetzt sagen, naja, mach doch nichts, lasse doch. Wenn es so wäre, dass es nichts macht, hätte ich jetzt diesen Vortrag nicht geben müssen. Aber leider macht es doch was, denn dieses Konzept, dass Dinge nur entstehen und vergehen, sich niedergeschlagen hat in einer Lehre, die auch nicht vom Buddha stammt, sondern eben auch eins dieser Konzepte ist, von den Einsichtsstufen, die man so durchlaufen muss, bis man dann schließlich Erleuchtung oder irgendwas erlangt. Und irgendwo in der Mitte, also ist eine Zeit lang her, ich wollte es nachgucken, aber das Buch habe ich nicht mehr in unserer Bibliothek gefunden, Stages of Insight. Irgendwo in der Mitte gibt es dann das Udaya Bayanjana, das Wissen vom Entstehen und Vergehen der Dinge oder das Wissen oder Erleben, erlebte Wissen, in der Meditation erlebte Wissen, dass die Dinge nur entstehen und vergehen. Und da wird dann gesagt, da ist man dann halbwegs durch bis zum Stromeintritt, das ist so halbwegs bis zur Realisierung des Dhamma ist man jetzt durch, wenn man die Dinge nur noch entstehen und vergehen sieht. Also ein schon was. Aber ich frage jetzt einfach mal, was gibt's denn da zu feiern, wenn ich die Dinge nur noch entstehen und vergehen sehe? Und der Buddha uns sagt, Entstehen ist manifest, Veränderung des Bestehenden ist manifest und Vergehen ist manifest. Wenn ich die Dinge nur noch entstehen und vergehen sehe, dann heißt es, dass ich meinen Fokus einfach zu eng gefasst habe. Dass ich einfach meinen Manasikara auf zu kleine Dinge gerichtet habe, deren Veränderung ich nicht mehr betrachten kann. Wo meine Achtsamkeit nicht ausreicht, um deren Veränderung zu sehen, bevor sie vergehen. Also ich glaube durchaus, wir haben ja schon Leute da gehabt, die gesagt haben, sie können das in der Meditation, dass alles nur entsteht und vergeht. Da kann man hinkommen, wenn man das will.
halt auf so kleine Dinge achten, die so schnell ablaufen, dass man eben nicht mehr sieht, dass sie sich verändern. Aber da gibt es nichts zu feiern. Das ist einfach eine fehlgelaufene Praxis. So können wir doch keine Vergänglichkeit erkennen. Tja, wenn ihr so praktizieren wollt, ist das eure Wahl. Ich persönlich fände es tragisch. Müsst ihr euch dann fragen, was erwartet ihr denn, wenn ihr euer Vertrauen in eine Bande von Weltlingen setzt, die mit der großen Klappe begabt sind, im spirituellen Zirkus einer barbarischen Kultur? Ein paar Lächeln, ja, ist ein guter Satz. Ist ein Zitat. Und dann freut sich, weil von ihm habe ich das Zitat überliefert bekommen. Das ist im Original von Ajahn Khemanando im Englischen. What would you expect if you put your faith in a bunch of putujanas with a gift of the gap in the spiritual circus of a barbarian culture? Also im Englischen ist es noch etwas süffiger als jetzt im Deutschen. Vergänglichkeit betrachten. Sabbe Sankara Anicca. Und deswegen Sabbe Dhamma Anatta. Da ist nichts Außergewöhnliches dazu notwendig. Die Vergänglichkeit, die wir immer sehen, das Jetzt, was wir immer sehen, vorbei, was wir immer sehen, reicht vollkommen aus. Was wir nicht sehen, ist, dass alle Dinge, die vergänglich sind, Sankara sind, dass wir daraus unser Daseinszubehör machen, dass wir uns daran ergötzen, wenn wir in der Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart schweifen. Darum geht's in der Praxis. Dass Vergänglichkeit sich auch auf das bezieht, was ich nicht direkt beobachten kann, nämlich mich selbst. Ein Subjekt kann sich niemals sehen, weil sonst wäre es ja nicht mehr das Subjekt. Man kann nur Objekte sehen. Aber wir können versuchen zu verstehen, dass dieses Subjekt auch bedingt ist durch vergängliche, unbeständige Bedingungen. Das bedeutet Anicca verstehen. Anicca Anupassi bedeutet subjektive Veränderung, subjektive Unbeständigkeit zu sehen. Um Unbeständigkeit zu verstehen, reicht ein einziges Beispiel. In der Natur hat man mehr Möglichkeiten, weil da Vergänglichkeit zu sehen ist, überall. Gestern war noch alles voller Schnee, heute ist der Schnee schon halb weggeschmolzen. Gut, dass Veränderung immer vor dem Hintergrund der Nichtveränderung stattfindet, ist für das nächste Konzept, was ich jetzt nur noch kurz anreißen will, von Belang. Das ist das zweite Lieblingskonzept über die Natur von Zeit und Veränderung, ist, dass es nicht aus einzelnen Momenten besteht, sondern dass alles im Fluss ist. Dass alles sich ständig verändert. Das ist auch so ein Spiritualismus, der ja, harte Währung ist. Dass sich alles immer verändert. Wabere ich? Ich weiß nicht. Unter dem Mikroskop bestimmt. Ich denke, das ist wieder je nachdem, wie weit man ranzoomt, oder? Nee. Wabern meine ich, dass sich mich ständig alles an mir verändert. Ich habe nicht gesagt labere ich, sondern wabere ich. Na, auf atomarer Ebene bewegst du dich die ganze Zeit. Ja. Aha. Und? Und da ist das ein Konzept oder ist das dein Erleben? Naja, das ist... Vom Erleben waberst du nicht? Also von dem, was der Tisch schmilzt ja dahin, während ihr dem Vortrag zuhört. Ja, wenn alles sich ständig verändert, muss sich auch die Form ständig verändern, wenn alles im Fluss ist. Müsste sich alles ständig verändern. Das bedeutet ständige Veränderung. Also ständig kann das ja langsam sein. Also es ist ständig. Ständig. Das kann ja sehr dehnbar. Aha, die Veränderung ist so langsam, dass du sie nicht sehen kannst. Ja. Du machst dir aber den Kopf, dass sie irgendwie da ist. Das ist genauso wie das mit dem... Die ja, Veränderung ist so kurz, dass ich sie nicht sehen kann. Ja, das ist so eine geschmolzene Uhr von Dali. Genau, das habe ich gemeint. Ja. Nein, wenn ich sage, alles ist ständig in Veränderung, dann muss ich wiederum mich als Beobachter rausnehmen. Ich erzähle euch mal, dass ich in Neuseeland auf Tudong war und da hatte ich eben so diese, eine Einsicht. Genau, als ich einen Fluss beobachtet habe, das war der Waikaya River und der hatte eine besondere Eigenschaft, der war glasklar, er war ziemlich schnell.
aber er hatte keine Wellen. Die hatte er weiter oben, da war das richtig Wildwasser. Und wir waren so am Fuß der Berge, war ich mit Ajahn Chandako damals unterwegs. Wir waren dann so 500 Meter voneinander entfernt gecampt. Wir sind dann in so eine Cottage zum Winterbad gegangen und den Rest des Tages hatte ich Zeit, in den Fluss reinzugucken. Ich dachte mir, wenn alles im Fluss ist, dann schaue ich doch mal in den Fluss und werde dann das erkennen, dass alles im Fluss ist. Ja, und dieser Fluss war wie eine Glasscheibe, die vorbeizieht. Man hat da nichts gesehen. Der war so klar, dass man eigentlich gar nicht gesehen hat, wie reißend er war. Außer wenn man versucht hat, den Fluss zu überqueren. So, und dann kam ein Buchenblatt angeschwommen. Die Buchenblätter sind kleiner in Neuseeland, aber das ist völlig belanglos. Und dass sich das Buchenblatt bewegte, konnte man nur daran sehen, dass ein Schatten auf den Kies geworfen wurde. Der Schatten von dem Buchenblatt zischte über die Kieselsteine. Das Buchenblatt weiß überhaupt nicht, dass es in Bewegung ist, weil es relativ zu dieser Wasserfläche sich gar nicht bewegt. Das Wasser ist im Fluss, das Buchenblatt ist im Fluss. So, wenn jetzt die Kieselsteine auch noch im Fluss gewesen wären, dann hätte gar keine Veränderung stattgefunden. Doch, weil ich ja nicht im Fluss war. Da habe ich mich wieder fein rausgehalten. Da war ich wieder der Atman. Da war ich wieder der, der von dieser Veränderung gar nicht betroffen ist. Wenn ich selber auch in dem Fluss mitgeschwommen wäre, sagen wir mal auf einem Gummireifen oder so, dann hätte ich auch keine Veränderung wahrnehmen können. Wenn alles immer im Fluss ist, findet keine Veränderung statt. Das ist jetzt eine Hausaufgabe, könnt ihr mal drüber nachdenken. Stimmt das nicht nur, dass wenn alles im gleichmäßig schnellen Fluss ist, dann spätestens am Ufer? Also ich sage nochmal, Veränderung findet immer vor einem Hintergrund von etwas statt, was sich nicht verändert. In dem Moment. Wenn sich das Blatt verändert, muss noch das Blatt vorhanden sein, damit es sich verändern kann. Da muss noch etwas sein, was sich nicht verändert. Denk mal drüber nach. So, wenn wir in der Dhamma-Praxis erfolgreich sein wollen, jetzt bin ich wieder beim Anfang angelangt, müssen wir zulassen, dass wir uns verändern lassen. Wir dürfen uns nicht auf irgendwelche spirituellen Schnulzen einlassen oder auf irgendwelche Konzepte, die ein denkender Mensch mal gesagt hat, die sind wie eine Rolle rostiger Stacheldraht. Ein Weiser würde die gar nicht anfassen wollen, nicht mal versuchen wollen, die zu entwirren. Ich habe es jetzt heute trotzdem versucht, aber wenn einem die so ans Herz gewachsen sind, wenn das zu meiner Welt gehört, ich bin einer, der glaubt, dass alles immer im Fluss ist, gut, da kann ich so viel reden, wie ich will, weil ich ja dann eure Welt in Frage stelle. Aber dann müsst ihr euch fragen lassen, was erwartet ihr denn, wenn ihr euer Vertrauen in eine Bande von Weltlingen setzt, die begabt sind mit der großen Klappe im spirituellen Zirkus einer barbarischen Kultur? Diese Schubladen, in denen wir uns so wohlfühlen, wo wir dieses ganze Zubehör, das ganze, was wir zusammensammeln an Spiritualismen, da schön reinpacken, die müssen wir durchschlagen. Wir wollen ja nicht nur die Schublade kaputt schlagen, wir wollen diese Welt, mit der wir unseren Platz so schön bauen, nicht durchschlagen, aber zumindest durchschauen. Damit genug, der Text endet hier, wahr oder trug, kontemplier mit weisem Ergründen, um das herauszufinden, hat Lumpo Mann gesagt. Deswegen will ich jetzt auch meine Betrachtungen zum wann ist jetzt, wie ist Zeit, zu Ende führen. Vielleicht noch ein kleiner Praxisbezug, um Veränderung sehen zu können, vor einem Hintergrund, der sich nicht verändert. Versuchen wir, den Geist zu stillen. Ein stiller Geist sieht die Gedanken. Sie entstehen und vergehen vor dem Hintergrund des schon ganz friedlich gewordenen Geistes. Ein Gast hat mal gesagt, der in den Ist-Zustand gekommen ist. Der in der Gegenwart ruht, von dem, was gerade stattfindet, von dem, was gerade betrachtet wird. Das ist schon ein ganz guter Schritt, dieser Ist-Zustand oder ich würde sagen, dieses Einklinken in die Gegenwart. Es erfordert Übung, es ist möglich. Manchmal gelingt es sogar, diesen Zustand über mehrere Stunden aufrechtzuerhalten, nicht nur in der formalen Meditation. Der nächste Schritt wäre dann die erste Vertiefung, Jhana, als Hintergrund, als stiller Hintergrund, vor dem die Veränderung des Entstehen und Vergehens der Sinneswelt stattfindet. Die Wunschsphäre. Dieses Hin- und Herspringen hat insgesamt ein Ende, ein Entstehen, ein Veränderung, Vergehen vor einem Hintergrund.
Der nächste Schritt wäre dann die zweite Vertiefung, vor der sich die erste Vertiefung verändert. Auf die Art und Weise können wir Veränderung verstehen. Wenn wir uns nur in unserer normalen Sinneswunschsphäre bewegen, dann sind wir wie das Buchenblatt, was hin und her gewirbelt wird. Haben wir keinen Bezugspunkt, vor dem die Veränderung stattfindet, da können wir Veränderung nicht wirklich verstehen. Von daher, das, was wir in diesen heiligen Hallen immer wieder predigen, es ist notwendig, auch Meditation, Geistesschulung, Samadhi zu praktizieren. Okay, jetzt lese ich mal zum Schluss den Text von Lungpa La im Ganzen vor, den ich zu Eingang kurz angerissen habe. Wenn ich mir sicher gewesen wäre, dass ihr das, was er sagt, alles komplett und richtig versteht, hätte ich mir den kompletten Vortrag sparen können. Ich denke, nach dem Vortrag ist es vielleicht etwas verständlicher, was er sagt. Menschen, die die Leidensmasse in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht klar für sich selbst sehen, müssen die drei Zeiten für sich selbst deutlich auf die gleiche Ebene bringen. Dann können sie möglicherweise das Ergötzen an Samsara verringern. Solange das Ergötzen an Samsara nicht verringert wird, wird auch das Begehren, das Verlangen nicht verringert. Das Leiden im Herzen wird ebenfalls nicht verringert. Die Reise auf dem Pfad des Weisheitsweges, der Herzensentfaltung, des Einsichtsweges hat keine Zugkraft. Das Dhamma des Erlöschens, das Begehren auslöscht, das Leiden im Herzen auslöscht, tritt nicht klar hervor. Es ist wie bei einem Menschen mit geringer Sehkraft, der zwar per Fahrzeug oder Schiff unterwegs sein mag, aber nichts richtig erkennen kann. Über Vergangenheit und Zukunft auf dem Gebiet der Buddha-Lehre kann man nicht sagen, sie haben für sich genommen keinen besonderen Wert. Nützliches aus der Vergangenheit kann man als Vorbild auf dem guten Weg hernehmen. Aus Nutzlosem ergibt sich eine Lektion für das, was zu vermeiden ist. Selbst bei guten Vorsätzen für die Zukunft bereiten und bewahren wir Nützliches und Nutzloses vermeiden wir. Wenn wir zum Beispiel zu Fuß unterwegs sind, selbst wenn wir noch keinen Schritt gemacht haben, müssen wir schon im Voraus sehen, wo wir hingehen, wo wir hintreten. Wer Dhamma praktiziert, um der Verblendung zu entkommen, dem falschen, berauschenden Verständnis, sich aber nicht schnell und auf der Stelle zur Erhellung auf Vergangenheit und Zukunft als Zeugen in der Gegenwart bezieht, selbst wenn er das Rüstzeug und die Veranlagung zu trockener Einsicht besitzen sollte, egal, er muss erst einmal das dreifache Erkenntniswissen vervollständigen. Atitangsanjana, Erkenntnis in Bezug auf Vergangenes. Anagatangsanjana, Erkenntnis in Bezug auf Künftiges. Pachupannangsanjana, Erkenntnis in Bezug auf Gegenwärtiges. Um ein Beispiel anzuführen, sieht man die drei Daseinsmerkmale, Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbst, in der Gegenwart deutlich, treten die drei Daseinsmerkmale in Vergangenheit und Zukunft als Zeugen auf gleicher Ebene hinzu. Wenn zwei unabhängige, übereinstimmende Zeugenaussagen vorliegen, handelt es sich nicht um ein falsches Zeugnis. Die Gegenwart entscheidet darüber und tritt zugleich noch als weiterer Zeuge im Inneren hinzu. Egal, ob man einen guten oder schlechten Weg einschlägt, einen weltlichen oder überweltlichen, Vergangenheit und Zukunft sind naturgemäß vollständig Vasallen der Gegenwart. Weiß jeder, was Vasallen sind? Das sind Tributpflichtige. Die Vergangenheit ist die Bedingung für die Gegenwart. In der Gegenwart machen wir die Pläne und determinieren wir die Zukunft. Das betrifft aber nicht den Arahant, weil ein Arahant nicht an den drei Zeiten haftet, mit ihnen nichts zu tun hat. Auch wenn er alle drei Zeiten herannimmt und so benutzt, so geschieht das nicht in der Art des Haftens. Wasser landet auf einem Lotusblatt, aber es bleibt auf dem Lotusblatt nicht hängen, bis das Wasser vom Lotusblatt heruntertropft. Das Wasser macht sich keine Sorgen um das Lotusblatt. Das Lotusblatt behauptet nicht, schwer belastet zu sein, weil Wasser auf ihm gelandet ist. Und es behauptet auch nicht, erleichtert zu sein, weil das Wasser schließlich von ihm heruntergetropft ist. Kehren wir zu einer Frage zurück, die noch in der Luft hängt. Die Frage lautet, Vergangenheit und Zukunft, das ist doch einfach nur diese Gegenwart, die da schreit und ruft und lockt. Stimmt schon, aber sie dehnt sich aus.
macht aus sich insgesamt drei Predigtstühle, die sich aufeinander beziehen und einander gegenseitig in die Fußstapfen treten. Ich bin nicht der Meinung, dass dies ein schwieriger oder deprimierender Sachverhalt ist, und ich bin der Meinung, dass die Predigt uns veranlasst, ohne Erwartungshaltung zuzuhören und auch ohne irgendwelche Bewertungen in der äußeren Welt. Wenn sich die Gegenwart in die Geschichten des alten Ego zerfasert hat, Vergangenheit, Zukunft, dann muss die Erkenntnis dem Zerfasern gewachsen sein, muss rechtzeitig zur Stelle sein. Dann verwandelt es sich in eine kleine, unbedeutende Angelegenheit, die sich zerkauen lässt. Rechtzeitig, mit Leichtigkeit, geschwind. Ewang.